Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5 Online. Und ich spiele heute mal wieder online, und zwar wieder mal mit einem Abonnenten, und das ist der Batuhan44TO. So, da ist er. Hallo Batuhan44TO. Noch eine kleine Information, mein Headset ist ja kaputt. Das heißt, ich habe nur ein funktionierendes Mikrofon und Lautsprecher vom Headset funktioniert nicht. Und somit höre ich auch die Spieler nicht. So, ja, das ist er. Und ich würde einfach mal sagen, ich habe mir mal den Schamal hier herbestellt für, glaube ich, weiß ich nicht, wie teuer das ist, $400 bei Pegasus. Und ich würde sagen, da fliegen wir mal ein bisschen mit meinem Abonnenten und dann legen wir mal los. So. Ja, ein bisschen schade, dass man die Flugzeuge nicht verkaufen kann in GTA 5. Das wäre cool, weil dann hätte ich mich wahrscheinlich schon von vielen Flugzeugen getrennt. Aber naja, geht ja leider nicht. Man kann ja leider nur die Autos verkaufen mit großem Verlust. So, legen wir los. Starten wir. Beschleunigen wir. Und heben natürlich ab, sonst rasen wir natürlich da hinten irgendwo hin. Das will ich natürlich nicht. So, Handy raus. 6 Uhr 5. Oh ja, passt ja alles. Ja, willkommen in der Luft. So. Und zwar, das Interessante ist ja natürlich, er hört mich, mein Abonnent, Batuhan, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich denke schon. Er hört mich, aber ich höre ihn nicht. Selbst wenn er ein Headset hätte, würde ich ihn nicht hören. Ist ja lustig, oder? So. Was machen wir heute? Natürlich springe ich wieder irgendwie aus dem Flugzeug, oder wir springen nachher aus dem Flugzeug. Und zwar, wo springen wir aus dem Flugzeug? Sollen wir überhaupt aus dem Flugzeug springen? Ach komm, wir machen jetzt einfach mal das Triebwerk aus. So, jetzt haben wir natürlich einen Strömungsabriss. Ganz gefährliche Sache. Simon drücken wir weg. Oh mein Gott, jetzt muss ich das Ding natürlich sicher landen. Oh mein Gott. Ja, was wir jetzt haben, das ist also ein totaler Ausfall von beiden Turbinen. Und was mache ich natürlich da? Ja, die meisten würden rausspringen, das würde ich aber nicht machen. Ich würde versuchen, das Ding sicher zu landen. Warum? Oh Gottes Willen. Festhalten! Och. Heilige Scheiße, wir haben es geschafft. So, jetzt springe ich in die Turbine rein. Oh, geht gar nicht. So. Als nächstes, komm doch mal rein. Komm doch mal rein. Als nächstes machen wir natürlich was richtig Extremes. Und da werden vielleicht wieder Leute sagen, ach, YouTube Gamescom, was machst du wieder für eine Scheiße? Das macht man doch nicht. Nee, ich mach's trotzdem. Genau deshalb mache ich's. Wir starten das Ding und rasen das Ding irgendwo ins Gebäude rein. Nein! Nein, war das knapp! Boah! Unser nächstes Ziel ist Los Santos. Und zwar der Mace Tower. Ja. Mach dich bereit, rauszuspringen. Kurz davor, bevor das Ding einschlägt. In den Mace Tower. Dreieck drücken. So, warte. Jetzt gleich. Drück, 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 drück. Wir überleben es nicht. Ah, fuck. Oh.
Holy shit! Mein Fallschirm hat sich gerade noch so geöffnet. Ich konnte gerade noch dem Tod. Wie heißt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, wo ist mein PSN-Freund? Zack! Gelandet! Wunderbar! Wir haben es geschafft! Ich habe die Karte übrigens ausgestellt irgendwie. Keine Ahnung warum. Hä? Wo bist du? Ah. Ja! Wir sind sicher gelandet. Oder zumindest ich bin sicher gelandet. Aber das ist ja schön an GTA. Man wird wiedergeboren. Und ja. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und dann sage ich mal. Ciao. Warte, wo ist. Wo bist du? Bist du da unten? Aua. Ach, da unten ist er. Da sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und euer. Jetzt ein Spruch. Batu Han 44 TO. Yo. Genau. Ciao.